Die türkische Gemeinschaft in Hamburg zeigt sich wie in vielen anderen deutschen und auch europäischen Städten solidarisch mit den Demonstranten in der Türkei. Einschränkung der Freiheiten, Einschränkung der freien künstlerischen Gestaltung. Denn dort wird seit mehreren Tagen nicht nur in Istanbul, Ankara oder Izmir gegen die radikale politische Linie des türkischen Ministerpräsidenten Erdogan protestiert. Die Demonstration führte vom Hamburger Hauptbahnhof über die Mönckebergstraße und dem Jungfernstieg über das Dammtor bis zum türkischen Konsulat. Auf ihrem Weg bekundeten sie immer wieder mit lauten Rufen und Gesang ihr Anliegen. Gefordert werden dort mehr Demokratie und Selbstbestimmung, denn Erdogan gilt unter der türkischen Bevölkerung zunehmend als Autokrat. Seine harte Hand haben inzwischen schon mehrere tausend Menschen zu spüren bekommen. Hinzu kommt seine außenpolitische Nähe zu der radikalen muslimischen Partei der Muslimbrüderschaft. Die gemeinsame Demonstration, an der knapp 2000 Demonstranten teilnahmen, wurde durch mehr als 19 türkische Vereine organisiert. Sie fordern gemeinsam nicht nur den Rücktritt des türkischen Ministerpräsidenten, sondern äußern auch Ängste der radikalen Islamisierung in ihrer Heimat. Aber auch Vertreter der CHP, der türkischen Oppositionspartei, forderten Besonnenheit und Durchhaltevermögen ihrer Landsleute beim Kampf für einen parlamentarischen türkischen Staat. Wir sind auf jeden Fall bereit, mit jedem darüber zu unterhalten, solange dass die demokratische und Menschenrechte vor allem achten. Lütfen, her şeyden önce devam edin, biz arkanızdayız, siz orada devam ettiğiniz sürece biz de buradan devam edeceğiz. Buradan, Hamburg'dan, Taksim'e selamlar. Hepinizi öpüyoruz, hepinizi selamlıyoruz. Kapıcılar burada, hayır! Es gibt schon seit vielen Jahren, über 30 Jahren in der Türkei einen Bürgerkrieg. Die Menschen sterben schon seit vielen Jahren. Tausende von Menschen sind gestorben. Und einen neuen Krieg, das möchte die Türkei nicht. Und ich möchte, dass die Regierung, dass Erdogan zurücktritt und dass die Menschen auf der Straße gewinnen. Taksim, yüreklerimiz sizinle. Hükümet istifa!